Ja, herzliche Gratulation. Auch erst im zweiten Satz ein bisschen aufsässig geworden. Sind da irgendwann noch mal ein paar Gedanken an gestern gekommen? An gestern nicht, an vorgestern. Ich habe gut können rausschnurren. Gut probiert, oder? Nein, na gut, ich bin natürlich dieses Mal vorne im Resultat. Letztes Mal bin ich natürlich gerade hinten, 3-0 und so weiter, 4-0 sogar. Darum ist es heute schon ein bisschen einfacher gewesen. Kann man sagen, ich habe mich auch besser gefühlt und ich finde auch besser gespielt. Er ist erst ein 19-Jähriger, 1,95 m. Gestern hast du gegen jemanden gespielt, der 100 Kilo ist. Vorgestern, also gut, das läuft so schnell da. wie ist das eigentlich? Bist du da langsam einer der Kleineren in der Garderobe? Wie sieht das aus? Nein, also ich glaube, im Mittelmaß, gell, aber ich schaue nicht so genau, oder? Also von dem her. Nein. Der Andre Agassi hat mal gesagt, er müsse sich jedes Jahr weiterentwickeln, sie werden immer grösser, immer stärker, immer schneller. Ist das wirklich so? Ja. Er hat recht. Nein. Das ist ganz doch direkt. Ich weiß nicht, also es ist schon so, ja. Also machen wir es ein bisschen seriös. Jetzt spielst du gegen einen alten Bekannten, Nicola Kiefer, quasi wieder auferstanden. Unglaublich in Form, plötzlich schon in Madrid. Jetzt auch den ersten zwei Runden kaum Game abgeben. Und was meinst du? Nein, es wird hart, gell? Und, nein, also ich muss sagen, es ist, er ist lang verletzt gewesen, oder? Und ist jetzt wieder Zweig, oder? Von dem her ist es super. Na gut. Na gut. Na ganz seriös. Einmal. Freue mich auf morgen. Ich muss sagen, es wird sicher nochmal ein schöner Tag werden. Wenn ich jetzt oben gewinne oder FCB. Und dann sind wir mal in der Top-Fit dabei. Da freuen wir uns auch schon. Merci vielmals. Merci. Den Applaus hat er sich verdient. Eines der unterhaltendsten, lustigsten Interviews, die ich je gesehen habe mit Roger Federer. Also nicht nur seine Spiele haben Unterhaltungswert, sondern auch die Interviews. Federer durch. Wir sind durch.